Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, und zwar zu Total War Warhammer 2 mit dem Imperium. Gibt hier leider keine Filmwiedergabe, deswegen starten wir direkt. Und eben, wir spielen das Imperium. Und zwar, ein bisschen zu weit. Hier. Wir haben hier vier verschiedene Charakter. Den spielen wir nicht, das ist ein bisschen expansionsmäßig, sage ich mal. Wir hätten Karl Franz als Anführer und Volkmar als Nebenherren, sage ich mal. Aber wir spielen Balthasar Geld. Der macht nämlich ziemlich viel Bock. Vor allem auch, weil wir hier die Berge besiedeln können ohne Strafe. Wir haben Rüstung, stärkere Magier, sage ich mal. Also mehr Magier, die kosten ein bisschen weniger. Er selber gibt Artillerie, Boni. Das sind alles gute Sachen. Das werden wir schön ausbauen in seiner Armee hier mit der Artillerie. Wir haben hier Kurfürsten, wir können die Lande zusammen vereinen, das erkläre ich nachher gleich. Und die Kampagne auf schwer, also sehr schwer, weil mit dem Imperium klappt das eigentlich ganz gut. Ja, ich glaube, wir hauen da einfach mal raus. Also, das Imperium hat eine sehr, sehr abgerundete Anzahl an Einheiten. Kavallerie, Infanterie, besonders starke Artillerie, sie haben wahnsinnig viele Magier. Ja, Greifer haben sie, das sind mega coole Reiter, das werden wir dann alles angucken. Und ich würde sagen, let's go. Seid gegrüßt, Kommandant Balthasar. Der Imperator ruft euch dazu auf, die südlichsten Grenzen des Imperiums zu verteidigen, da sie sich in großer Gefahr befinden. Eure Stärke wird benötigt. Die Grünhautplage hat dort bereits Fuß gefasst und die ehemalige Handelsstadt Steingard überrannt. Sie drohen sich nordwärts auszubreiten. Jenseits des von Zwergen bewohnten Schwarzen Gebirges bereitet sich eine bestialische Horde von Wildorks darauf vor, in den südlichen Pass einzudringen. Dies wird die neuen Befestigungen der Festung Sol auf die Probe stellen. Währenddessen kämpfen die Staaten des Imperiums um Anerkennung in einer unruhigen Koexistenz. Karl Franz will seine Position stärken, indem er sich mit den Bedrohungen seines Hofs befasst. In den Randgebieten des Imperiums bleibt allerdings keine Zeit für politische Querelen. Wenige Männer beherrschen stärkere Magie als ihr, oberster Patriarch. Zeigt euren Feinden das wahre Ausmaß eurer arkanen Macht. Das machen wir. So. Also, bevor wir hier groß fett angreifen, Spieleigenschaften, ich werde das ein bisschen einfacher erklären, als einfach nur vorzulesen. Folgendes. Euer blühendes Reich wächst. Mein blühendes Reich ist wunderbar. Vielen lieben Dank. Also, zuerst mal ganz kurz, wie das funktioniert. Wir haben hier die Kurfürsten. Wenn wir draufklicken, sieht man hier, das sind alle Reiche vom Imperium. Also das heißt, alle Menschen, die unter das Imperium fallen. Ja, Stierlande, Avanland, hier hätten wir noch ein Gebiet, das die Kansteins eingenommen haben. Und wenn wir die Gebiete besitzen, wie das bei unserem Gebiet beispielsweise der Fall ist, und da einen Fürsten eingesetzt haben, können wir diese speziellen Speerinfanteristen rekrutieren. Wir haben ein spezielles Item, das wir benutzen können, das wir einem General geben können oder einem Helden, und wir haben verschiedene Boni, wie weniger Kosten für Armbrustschützen und so weiter und so fort. Jedes Gebiet hat da unterschiedliche Boni, unterschiedliche Einheiten, das sind Standardeinheiten, die einfach viel stärker sind, vielleicht noch eine magische Fähigkeit haben, und es macht Sinn, das zu vereinen. Denn, wie man hier sieht, Lehnstreue Stufe 3, wir haben hier Stufe 8. Wenn es Stufe 10 erreicht, dann konföderieren sie mit uns, sie machen uns ein Angebot, dann schließen wir uns zusammen, dann gehört das Reich uns. Wenn es auf Null fällt, erklären sie uns und den anderen den Krieg und dann können wir sie einnehmen, ohne Strafe zu kriegen. Weil wenn wir sie einfach so angreifen, kriegen wir eine Strafe. Und ja, also im Prinzip kämpfen dann alle gegen uns und das wollen wir nicht. Das bedeutet, wir müssen hier gucken, dass wir positive Autorität geben, dass wir Siedlungen helfen zu verteidigen, etwas mit Technologie machen, Expansion und so weiter und so fort. Also wir haben hier, wie man sieht, unten viele Boni. Gute Beziehungen zum Beispiel ist eins davon. Das heißt, wir werden relativ früh anfangen, gute Beziehungen mit Gewissen zu halten. Bei ihnen werde ich wahrscheinlich darauf gehen, dass wir Krieg führen gegen sie, weil das einfach am meisten Sinn macht. Ich meine, das ist bei Stufe 2. Um da dann Stufe 10 zu erreichen, ist halt einfach Quatsch. Das dauert viel zu lange. Ja, gut. Dann
Was ist noch wichtig bei dem Imperium? Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste gewesen. Hier oben sehen wir noch die Autorität. Wir arbeiten nämlich hier mit Prestige. Also wenn wir Runden gewinnen, wenn wir politische Ereignisse positiv beenden, kriegen wir Prestige. Und Prestige können wir dann einsetzen, um eben die anderen Kurfürsten zu beeindrucken. Das wird man dann mit der Zeit sehen. Ich werde es dann nochmal erklären, Schritt für Schritt. Hier übrigens sind diese besonderen Einheiten. Kurfürsten, Staatstruppen. Haben wir noch die legendären und die Standardeinheiten, die wir rekrutieren können. Und jetzt würde ich sagen, legen wir einfach los. Let's go. Als erstes vertreiben wir mal die Orks aus unserem Gebiet. Und wenn wir das gemacht haben, gucken wir mal kurz, was der kleine Sieg dann eigentlich alles bedeutet. Also was wir alles machen müssen für den kleinen Sieg. Und dann arbeiten wir da mal hin. Wahrscheinlich alle reiche Vereinen oder so und irgendjemand nochmal töten. Achaon wahrscheinlich wieder killen, wie man das bei den meisten Kampagnen machen muss. Also Bogenschützen, Reiter, Goblins und er. Wir sind natürlich ganz klar im Vorteil hier mit Artillerie und Distanzkämpfern. So, also die Artillerie stellen wir mal so auf, dass wir beste Chance haben, hier zu ballern. Das ist eine gute Aufstellung. Die stellen wir mal kurz hier hin. Die stellen wir hier hin. Die hier hin. Altersagelt stellen wir ein bisschen weiter vorne auf. Das hat einen bestimmten Grund, das werdet ihr nachher sehen. Denn er hat Magie. Hier. Und die Magie, die werden wir relativ früh einsetzen schon. Jetzt rennen wir mit ihm schon mal zurück. Oh, na toll. Hat er direkt gecheckt, ne? Ärgerlich. Achso, ich wollte ja noch die Einheiten zeigen eben am Anfang. Das vergesse ich jedes Mal, wenn ich neu starte. Hier, das sind Schützenreiter. Die haben einfach eine Muskete, ne? Mit der Muskete ballern sie auf die Feinde und sie reiten. Sind sehr anfällig, aber machen natürlich gut Schaden. Das ist unser Balthasar Geld. Unser Magier-Anführer. Normale Armbrustschützen. Normale Speerkämpfer, nichts wahnsinnig Besonderes. Und normale Schwertkämpfer. Hier hinten hätten wir die guten Beat-Hand-Kämpfer. Das sind so ziemlich die stärksten Infanteristen, die sie aufbieten können. Und natürlich Artillerie. Alle in Gelb, finde ich jetzt nicht unbedingt die prickelndste Farbe. Aber nun ja, so ist nun mal unsere Armee gefärbt. Dass die da der Fähigkeit immer so schön ausweichen, erstaunlich. Das Gute ist, dass sie relativ zusammenstehen, dass unsere Artillerie da noch viel machen kann. Das ist halt nicht so gut. Die Spinnkämpfer sind halt mega schnell, vor denen muss ich ein bisschen aufpassen. Boom! Schöne, saubere Artillerie rein. So, wo ist das? Na, ja, die erwische ich dieses Mal sauber. Perfekt. Ja, guck, da kommen sie schon angerannt. Ich hätte die Artillerie vielleicht ein bisschen mehr auf die Dings hier schicken lassen sollen. So.
Wir machen hier weniger Rüstung rein. Wir haben hier mal die Artillerie drauf, die dürfen sich da gut sammeln. Das dürfte denen eigentlich sogar den Rest geben. Schwertkämpfer leiden aber schon ordentlich hier. Das ist nicht unbedingt ideal. Wir können versuchen, von hinten reinzureiten und hoffen, dass die Moral komplett bricht. Ja, sehr gut. Die gesamte Infanterie und ballern die auf den General. Oh shit. Das habe ich nicht kaum gesehen. Ah, jetzt fliehen sie weiter. Okay. Das sind die eigenen Jungs, die Deppen. Gehofft, ein paar mehr Spinnreiter rausnehmen zu können hier. Man ist ja vertraut mit dem Prinzip, nicht wahr? So. Baller du mal da drauf. Wie sollen hier die noch auseinandernehmen? Ich will sie halt komplett töten. Weil ich alle Siedlungen von ihnen einnehmen will. Ich fürchte, die packe ich nicht mehr. Dann beenden wir lieber das hier noch. Da hängt er fest, der kleine Goblin. Wir töten ihn natürlich nicht ganz. Wir gucken, dass er noch ganz knapp überlebt. Welche Bestien das Imperium hat? Greife und Dampfpanzer. Also Dampfpanzer sind nicht unbedingt eine Bestie, aber sie kämpfen wie Bestien. Sie haben mega viel Artillerie, aber die Greife sind im Prinzip die Bestien, die sie haben. So, wir nehmen das Geld, weil das Geld brauchen wir am Anfang. Er flieht natürlich nach oben. In der Tat, eine prestigeträchtige Handlung. Alle Anführer des Imperiums müssen kampfbereit sein. Ja, jetzt haben wir Prestige gekriegt, weil wir das natürlich hier angegriffen haben. Jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder das zu vereinen oder hier hochzurennen. Wir schnappen uns zuerst das. Das macht nämlich aus einem einfachen Grund Sinn, da wir dadurch natürlich unsere Provinz kriegen. Wir machen da kurz automatisches Gefecht, da dürfte nichts gravierend sterben. Das war mega knapp. So viel dazu. So, wir nehmen es ein. Das war vielleicht ein Fehler. Ich hätte es vielleicht doch selber kämpfen sollen. Damit wir sicher ein bisschen besser davon kommen mit den Einheiten. Aber nun gut. Nehmen ein paar Bogenschützen mit. Und ein paar Schwertkämpfer. Und dann können wir in der nächsten Runde dann angreifen. Dann schnappen wir uns hier oben die Hauptzielung. Und idealerweise würde ich mir auch das noch schnappen. Das Problem ist einfach, die Zwerge sind auch mit ihnen im Krieg. Und mal gucken, wie das geht. Gehirnvirus, pass auf, dankeschön für den Support. Dankeschön, Mann, für den Sub. So. Dann, bauen wir das mal aus. Das hier reißen wir ab. Ich möchte da nämlich schnelleren Wachstum haben. Nein, Kampfzauberer kann ich eben noch nicht machen. Dankeschön für den Support. Beziehungen mit ausländischen Mächten finden über Diplomatie statt, mein Herr. Überdenkt eure Situation genau.
ehe ihr einem Abkommen zustimmt. Ja. Er ist nur mit mir im Krieg aktuell. Kann sein, dass er nicht in den Krieg kommt. Ja, so. Also, Technologie. Man sieht, es gibt relativ viel, was man hier erforschen kann. Es sind ein paar gute Sachen dabei, wie diplomatische Beziehungen mit Hochelfen und so weiter und so fort. Hier hinten, das sieht man wegen der Kamera fast gar nicht. Munition, Büchsenläufe. Wir gehen hier aber auf die Nachladezeit für Artillerie und hier mehr Schaden für Artillerie. Weil dadurch schaffen wir es nämlich, dass unser General mit seinem Mörser noch viel mehr Schaden macht. Und wir werden später noch viel mehr Artillerie ausbauen, gerade bei ihm. So. Dann gehen wir hier auf... Wie ist die Provinzsteuer raus? Ah, das ist hier Festung Sol. Ja. Festung Sol machen wir auch folgendes. Das ist ja eine Provinz, aber da kriege ich ja keinen Bonus. Steuersatz, verdiene ja kein Geld. Unverdorbenheit bringt mir nichts, weil auch das ist egal. Öffentliche Ordnung bringt mir auch nichts. Also machen wir Handelseinkommen und Wachstum. Macht einfach am meisten Sinn. Und hier machen wir tatsächlich dasselbe, damit wir das möglichst schnell ausbauen können. Tja, viel mehr können wir in der Runde nicht machen. Das heißt, nächste Runde. Und mal gucken, ob was passiert. Es gibt nämlich immer so zwischendurch Events, die stattfinden, wo wir dann dem einen Volk helfen können von dem Imperium und dem anderen zum Beispiel was wegnehmen, wo wir dann schlichten, sage ich mal. So, er greift mich an, da an der Festung. Und jetzt werdet ihr sehen, wie cool die Festung ist. Die ist halt echt in sich. Da wird die Camp vom Subbanner zensiert. Ja, ist halt so. Hier oben ist halt einer der besten Plätze. Man sieht zwar die Minimap bei der Schlacht nicht, aber das spielt ja, glaube ich, gar nicht so eine große Rolle. Geht ja hauptsächlich darum, zu sehen, wer gegen was kämpft, ob wir gewinnen oder nicht. So, also das sind relativ viele. Wir haben dann natürlich Artillerie, Armbrustschützen. Er wird es sich ziemlich sicher nicht nehmen lassen, auf die Mauern zu kommen. Deswegen machen wir das folgendermaßen. Wir bauen die Artillerie hier hinten auf, damit sie gute Reichweite hat. Dann, Punktschützen hat er ja keine dabei. Wir verteidigen genau so, dass wir den Turm noch eingenommen haben. Wir verteidigen ihn auch genau so, dass wir den Turm noch eingenommen haben. Dann gehören die nämlich uns. Hier auch. Hier nehme ich kurz die Sperrkämpfe, obwohl den Turm brauchen wir gar nicht. Die stellen wir dahin. Hier kommt hier hin. So, und jetzt kommt der Trick. Wir stellen unsere Armbrustschützen hier auf. Weil sie dadurch alles abschießen, was hier hochrennt, ne? Und die Sperrkämpfe, die stellen wir so auf, dass falls jemand runterrennt, dass wir das verteidigen können. Das müsste eigentlich reichen. Ich kann die eigentlich auch hier hinten, hier vorne aufstellen. So, let's go. Die Türme gehören jetzt dann gleich uns. Die ballern dann auf die Feinde hier. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Wildschweinreiter, die werden natürlich rein wollen, die werden die Tore angreifen. Kann ich aber meine Sperrkämpfer nochmal verschieben. Oh, er hat doch Bogenschützen. Die habe ich nicht gesehen. Gut, das müsst ihr jetzt halt aushalten, Jungs. So, jetzt seht ihr hier schon mal, wie die Armbrustschützen oben drüber schießen. Okay, die hier drüben brauchen wir gar nicht. Geht keiner nämlich da hoch. Hier geht auch keiner hoch. Hier gehen sie hoch. Und darüber. Die sind hier natürlich jetzt ein bisschen wasted tatsächlich, weil hier keiner hochgeht. Ja, jetzt sieht man schön, wie die hier hochgehen und einfach abgeknallt werden. What?
gehen jetzt hier rüber. Die Bogenschützen werden bald fliehen. Die Dure werden immer noch nicht angegriffen. Die wollen ihr, die finden die Formation nicht. Okay, na dann. Ich meine, Greife dann Timon und Pumba nennen. Die Greife, das sind mega viele. Das ist eine Einheit aus etwa 16 Mann. Voll daneben. Voll getroffen. Nochmal, ein schöner Treffer. Die dürfen eigentlich gleich fliehen. So. Also wir machen hier ein Ork-Massaker, wenn man so will. Können die ein bisschen schneller laufen lassen. Man sieht hier schön, wie sie einfach abgeknallt werden. Und gar nicht viel machen können. Weil die einen oder anderen, die klettern halt noch hoch. Und die oben sitzen halt sozusagen noch fest. Sie haben sich gefasst, finally. Dann schieben wir mal kurz darüber. Ein General killen wir tatsächlich, um Panik zu verursachen. Kommt eh ein neuer General. Wieder dahin. Die eigentlich noch rüberschieben können. Komm, kill den. Damit endlich alles flieht. Verstehe immer, wie Arsch Sigmas Ass. Das ist der Po von Sigmar. Das ist sicher nicht das, was er sagt. Ah, jetzt fliehen sie. Okay. Kriegt ihr dann den noch tot, damit wenigstens ein neuer General spawnt? Die Einheiten möchte ich nicht töten, die sollen überleben. Ich will nämlich, dass dieser, dass seine Truppe überlebt. Komm, 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 komm. Sehr gut. Jetzt spawnt ein neuer General, dann sind sie ein bisschen stärker. Ich lege nämlich Wert darauf, dass diese Orks möglichst häufig die Stadt angreifen. Weil jedes Mal, wenn sie mich angreifen, kriege ich Geld dafür natürlich. All das, was ich töte und was ich einsammle, kann ich natürlich verkaufen. Es gibt Gold. Das fließt in unsere Staatskasse. Das ist sinnvoll. Hier. Kriegen wir 756, dann plündern wir noch extra um 635, also die Gefangenen werden begnadigt, die werden verkauft an die Orks wieder, die zahlen uns eine Summe. Und er hat jetzt hier noch eine kleine Armee. Er wird natürlich sich regenerieren, jetzt ist ein neuer General drin, und dann wieder nochmal versuchen anzugreifen. I am ready. Are you? So, jetzt bin ich gespannt. Yeah. Die sind nur mit mir im Krieg. Ich denke, dass der entkommt, tatsächlich. Ja. Very well, I'll move. Jetzt bin ich dann gespannt, ob er weitergeht oder nicht. Wir werden nämlich diese Siedlung nachher gleich einnehmen. Das haben wir abgerissen aus einem guten Grund. Ich möchte hier Wachstum. Pfeildorf möchte ich natürlich möglichst schnell ausbauen, weil das einfach sinnvoll ist, hier möglichst schnell hochzukommen. Das ist eine der wenigen Sachen, die wir natürlich haben. Nicht. Mehr habe ich aktuell nicht. Das zweite, was wir machen, ist Avanland. Ich möchte gute diplomatische Beziehungen mit ihnen, damit ich sie möglichst früh übernehmen kann. Deswegen schieben wir da ein bisschen Geld rüber. Und mit Wieseland, die links von mir sind, die hier, möchte ich eigentlich schlechte Beziehungen. Da kann ich aber nicht wahnsinnig viel machen. Ah, ein Geschenk an Avaland mögen die gar nicht. Die mögen scheinbar viele Fraktionen gar nicht so. Wie sieht es aus mit den Stierlanden? Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig.
Weil die, das dauert hier nicht mehr lange, bis wir die konfederieren können. Das wäre natürlich das Ziel. Oh, ich wollte noch gucken, was wir hier für ein kleines, eine kleine Siegesbedingung haben. Kontrolliere alle Provinzen, Nordland, Ostlande, Hochlande, Mittlande. Das sind all die Gebiete, die wir konfederieren können. Und das Ödland. Ah, das ist hier drüben, Marienburg. Erobere Silvania entweder durch direkten Besitz oder Vasallen, militärisches Bündnis. West und Ost. Zerstöre folgende Fraktion, die Orks und die Halbmonde. Okay. Das bedeutet, wir müssen, also die hier müssen sterben, das werden aber vielleicht sogar die Zwerge machen. Und dann müssten wir eigentlich runter. Dann müssten wir eigentlich Richtung Orks gehen und die Orks angreifen. Dann überlege ich mir, ob ich hier die Vampire hole und dann hier runter gehe. Obwohl die Gebirgskette hier noch, hier sind auch Orks drin. Aber gut, wir müssen den Fokus auf die Grünhäute legen. Die Game is freeze. Ich hoffe nicht allzu lange, warte mal. Sah ich total dope aus. Ich schneide hier ganz kurz, um die Cam wieder einzustellen. So, weiter geht's. War wundervoll, dass die Cam gehangen hat. Man sieht immer super gut aus. Wenn man in solchen Momenten erwischt wird, wenn die Cam einfach hängt, dann hat man die atemberaubendsten Gesichtsausdrücke drauf. Aber da es uns allen genauso geht, juckt mich das wenig. Also, Mike knackt. Ist jetzt wieder besser mit dem Mikrofon? Die Technik versagt gerade komplett, ne? Zuerst die Cam, dann das Mikrofon. Ist jetzt wieder besser? Okay, gut. Dann machen wir jetzt weiter. Oh Mann, diese Live-Let's Plays. So. Also, jetzt... Wow, wie weit rennst du denn weg? Ich gehe, wo die Winde howl. Gut, sei es drum. Hoffen wir, dass er nicht als Unterstützung dazu kommt. Das werde ich schon schaffen. Let's go. Das ist immer gut, wenn die komplette Technik versagt. Mikrofon knackt, Cam freeze. Ich muss mir angewöhnen, immer den gleichen Blick drauf zu haben, damit es nicht auffällt. Liegt sowas. So, also. Wir werden hier die Artillerie setzen wir auf die Seite. Die schieben wir nach vorne, dass sie aus dem Radius von Türmchen ist. Meine Bogenschützen, die dürfen hier rumflitzen. Du lenkst die ab, indem dass du hier einen Angriff vortäuschst. Und die restlichen Einheiten gehen einfach auf die Mauer. Let's go. Also, wie gesagt, ihn schieben wir ein bisschen nach vorne. Du gehst hier hin. Nehmen wir das mal so. Und das ist genau das, was ich wollte. Jetzt ist nämlich eine Truppe hier. Ich kann mit denen nämlich nicht hochschießen, weil die schießen gerade. Das sind Musketenschützen. Armbrustschützen und Bogenschützen können Winkel schießen. Und mit denen... Ja, du musst da drauf. So, dann schauen wir hier mal. Ich versuche, die Ork-Jungs sind die stärksten. Deswegen versuchen wir, die möglichst am schnellsten zu dezimieren. Mit der Magie, selbstverständlich. Ja, die Artillerie ist außer Reichweite. Ihr ballert bitte da drauf. Die Schwertkämpfer, die schonen wir mal. Warum gehen eigentlich die Stärksten auf der Seite rein? Bitte, bitte hier hin. Wir warten auch mit dem Zauber, das hat einen Grund.
Die schießen so eine Kurve. Das ist eigentlich ganz gut. So, die Idee ist jetzt, wenn die ersten oben angekommen sind, werden die Orks und die Goblins sich bündeln, um die anzugreifen. Die werden nämlich zusammen drauf zurennen, wie man das hier sieht. Und die werden dann die Magie gezielt nutzen, weil es ist ja eine relativ kleine Fläche, um einfach ein kleines Bombardement auf die jeweiligen Punkte zu geben. Ich liebe Artillerie. So. Ich muss dann nur gleich kurz gucken, wo. Ja, jetzt sind relativ viele auf der Mauer, wie man sieht. Ich weiß noch nicht, wo sie sich bündeln. Das ist ein bisschen die Frage, die sich mir stellt. Obwohl das hier eine gute. Es sieht nach einem guten Spot aus. Here we go. Jetzt seht ihr, wie sie hier relativ eng stehen. Einer hat uns selbst getroffen, der Rest ist sauber drauf. Das hat derart viel Schaden gemacht. Totale Panik. So. Die Artillerie wird hier das gefährlich. Wir ballen nochmal an der gleichen Stelle rein. So Schwertkämpfer, die mögen das schon verkraften. Vor allem, weil es hauptsächlich die Orks trifft. So muss es. Wenn übrigens das Mic knackt oder nochmal Screen freest, dann einfach Bescheid sagen, Chat. Ihr auf YouTube, wenn ihr es nachträglich guckt, könnt ihr nicht viel machen. Natürlich, da ist es schon passiert. Ist dann schon die Vergangenheit. So. Wir beenden mal ganz kurz das Schießen unserer Einheiten, weil ich glaube, wir töten mehr von unseren eigenen als der Feinden. Unsere Artillerie moved aus irgendeinem Grund, was ich überhaupt nicht will. Aha, hier hinten rennt schon mal was los. Wie sieht es eigentlich aus mit den Toren hier? 82%. So, stellen wir die hier nochmal auf. Okay, wir stellen die alle auf, weil das Gefühl, das wird sonst nichts. Hier bitte hier hin und gucken, ob sie hochkommen oder nicht. Wie viele sind sie eigentlich? Ich meine jetzt mal kurz anders. Die sollen hier hoch. Die dürfen eine andere Leiter aufstellen. So, die Idee ist natürlich eigentlich zu gewinnen mit möglichst wenig Verlusten. Was die haben ihre gesamte Munition verbraten. Und haben keinen einzigen getötet hier oben, ne? Weil sie immer nur gegen den Dings schießen, gegen die Linie. So, hier haben wir eine Menschenwand. Ich sag meiner Artillerie mal, sie soll bitte nur hier hinschießen. Ich kann ihr manuell sagen, wo sie hinschießen soll, wenn ich Alt gedrückt halte. Das ist super hilfreich. Hat einen Riesenbereich, aber ich will nicht so einen großen Bereich. Ich möchte eben einen kleinen Bereich, damit ich meine eigene nicht treffe. Eigentlich her. Fühlt sich so an, als ob die auf einmal da sind hier. Outriders!
standing rain, sir. Go! Okay, der wird angegriffen, die fliehen komplett. Das dürfte der Zusammenbruch sein. Ja, perfekt. Mit gar nicht so vielen Verlusten. Ich hätte mit mehr gerechnet. Wie kommt man eigentlich an die Bogenschützen, die die immer haben? Ist das ein DLC? Also die von den Menschen? Diese hier? Ja, das ist, wenn man das Wolfhard DLC hat. Also Wolfhard und die Bestie oder so. Diese Erweiterung von den Echsenmenschen und den Menschen. Dann kriegt man die. So wie die Kriegswagen und all das Zeugs. Die sind in dieser Erweiterung drin. Setzen. So, und jetzt kommt der Vorteil, das ist auch passendes Klima. Die Berge sind für uns ebenfalls passendes Klima. Was super schön ist. So. Wir nehmen noch die goldenen Hunde. Will ich das? Effektreichweite. Wirkt sich auf Verbündete in Reichweite aus. Zaubern, Effektreichweite, Kartenweit. Wir nehmen mal kurz die Hunde, um noch ein bisschen mehr Magieschaden reinzudrücken. It is time. Now. Ideal wäre natürlich, wenn jetzt yes. Sie... No. Erstmal das, haben wir keinen Bock drauf. Nein, nicht gegen ihn. Aber ich kann ihm auch nicht sagen, gegen wen er Krieg führen soll. Ja, das ist ein bisschen doof. What? Plan Angrund. Wir könnten Clan Angrund einnehmen, um diesen Pass hier zu kriegen. Auf der anderen Seite könnten wir Clan Angrund eigentlich nutzen, um eine Schutzlinie gegen die Skaven hier aufrecht zu erhalten. Und die Vampirküste da unten. Tja, das ist nun die Frage, ne? Sigmar's will. Approach as friend and make your offer. I don't agree. Gut. Avanland und die Schädel. Oh, wo kommt ihr denn her? Die haben sich durchgemogelt. Meine Festung Sol hat gar nichts gebracht. Eisen brauchen wir. Oh, das ist perfekt. Wir brauchen Eisen für ihn. Also bauen wir hier Eisen an. Ha! I am a supreme patriarch. By the comet. Gehe nicht davon aus, dass er zurückkommt. The Empire. Follow me. I am a supreme patriarch. Müssen die natürlich aufhalten, bevor die irgendwo Schaden anrichten. Ja, wir behalten das mal bei. Obwohl natürlich die Orks hier einfach mit ihren Tunnelsprüngen und die Zwerge mit den Tunnelsprüngen und die Skaven einfach über die Gebirgsketten springen, was uns natürlich dann nicht viel bringt, festungstechnisch. Ja, wir führen gegen so viele Leute gleichzeitig Krieg. Wie wäre es, wenn wir hier beide sagen, Plattnasen, die sind voll doof. Okay. Und die Aufständischen. Ich habe alle die Aufständischen, die greifen halt schnell mal an, ne? Was ist, wenn ich sage, Plattnasen, die sind voll doof, aber dafür kein Handel, sondern ein Nicht-Angespakt? Alright. Approach as friend. I will not obey. Machen wir ein kleines Geschenk. A fool's action. Zeit. Dann wird die Zeit uns helfen. Zwei Runden kann ich es ausbauen. Ich finde es so klasse, dich Total War Warhammer 2 zu spielen zu sehen, da kommen wir nicht weg. Es freut mich sehr zu hören, dass es gefällt. Ist ja mega Geschmackssache. Also, ja, perfekt.
Die meisten können ja damit nichts anfangen, weil ich streame ja oder spiele ja auch viele Ego-Shooter-Spiele und das interessiert natürlich dann die einen mehr oder weniger. Wir haben die perfekte Map. Deswegen freut es mich sehr, um das noch kurz zu beenden, freut es mich sehr, wenn es Leute gibt, die das cool finden. Und wenn ihr auf YouTube guckt, dürft ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde es auf YouTube so furchtbar schade, dass so wenig Kommentare geschrieben werden. Weapons primed! Swordsman! Ey, das ist so eine gute Pusi, ne? Wir werden sie hier nicht abfangen. Wir werden diese Kante nutzen. Er dürfte mich nämlich eigentlich nicht umlaufen. Er besitzt auch keine... Also wir haben genug Infanterie, um seine Infanterie aufzuhalten. Er hat Eber. Das ist das einzige Problem. Er besitzt Eber. Vielleicht kann ich ihn baiten. Doch, hier hat er Pika-Schützen. Habe ich vergessen, die habe ich ja nicht vollständig ausgelöscht. Ich narr. Nicht so gut, dass er hier durchgeht. Wir müssen unsere Einheiten etwas verschieben. Ah, er ballert natürlich wieder nicht in die richtigen Linien rein. Wir fangen ganz kurz die Reiter ab. Der tat weh. Dann, das hat er schön gedodged. Stellen wir die sauber auf. Die Artillerie versuchen wir hier irgendwie reinzubringen. Jawohl! Das ist böse Magie! So muss es. Scheißt auf das Fliehen. Ich will, dass ihr da seid. Ballern. Nein.
to battle! To us, the foe! For Heldenhammer! Powder dry! Ready! Ich kann seine Armee eigentlich zerschlagen, zwar vollständig, aber wenn er in meinem Reich schon ist, ist das nicht gut für uns. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Nicht so weit vor, nicht so weit vor, nicht so weit vor. Gott. Also. Die sind nicht wahnsinnig gut im Nahkampf eigentlich, aber wir mischen damit trotzdem so gut es geht auf. Obwohl auf der anderen Seite, wenn er nicht allzu weit fliehen kann, können wir noch eine zweite Schlacht rausschlagen. Gibt wieder ein bisschen Geld und ein bisschen Erfahrungspunkte natürlich. Ja, die Bogenschützen sind tot, da besteht noch aus einem einzigen Trupp. Soweit komme ich nicht mehr. Der General überlebt natürlich. Ja, die gehen ordentlich runter, wenn sie sich nicht wehren können. Wie männlich von mir. Naja, muss nehmen, was man kriegt, nicht? Ah, so. Ich hoffe, es lag nicht. Ich habe mich gerade verklickt. Sorry. Also, was nehmen wir hier? Das Geld. So, jetzt flieht er bis wohin? Bis dahin? Können wir so und dann können wir versuchen, die andere City noch einzunehmen. Also, die Metallbeherrschung gibt Rüstungsdusch, Waffenschaden. Ja, warum nicht? Obwohl hier natürlich mehr Schaden auch ganz gut wäre, aber kann ich alles haben, nicht wahr? So, er wird sicher fliehen. Oh, flieht nicht. Töten wir ihn einfach so. Hier nehmen wir dieses Mal richten wir sie hin, sind ja nicht mehr so viele. So, das ist unser Gebiet Orkfrei. Orkfrei seit 9.3. Ja gut. Das will ich hier hin. Das will ich nämlich auch noch einnehmen. Obwohl es eigentlich so ein Dreieck ist. Aber was willst du machen? Ich würde mich mit den Zwergen eigentlich gerne verbünden. Bei der Grimmfeste weiß ich es gar noch nicht. Wenn sie es schaffen, die Halbmonde zu töten, können sie von mir aus die Gebirgskette halten. Das ist mir eigentlich relativ latte. It is time. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Aber ich komme fast nicht drum rum. All right. It is good to see, fellows. I refuse. Du bist ein elender Narr. Not in my name. Sigma's will. By Sigma's will, come in peace. Wenn wir halt wenigstens einen Nicht-Angriffspakt haben. Never. .000, das ist mein yes. Letztes Angebot. Gut. Wenn wir wenigstens Ready. Diesen Pakt haben. Belagar, true king, I think not. Futile. Ostlande, Wieselande. Eigentlich möchte ich, dass es sich verschlechtert. Eigentlich möchte ich euch Sachen wegnehmen.
Wir spazieren jetzt über sein Land, das ist mir jetzt eigentlich egal. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie vorwärts kommen hier. Dass wir den wegmachen. Ansonsten wird das nie was. What brings you before the heir of Lund? Ich kann gegen die Plattnasen kämpfen mit euch. Geht das ein bisschen schneller? Das ist schon gut. Und ich überlege mir gerade, ob wir hier vielleicht doch irgendwie für einen Haufen Geld was machen. Besseres Verhältnis mit den Zwergen wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die 7000 haben. Einfach so ganz kurz zwischendurch. Bewege einen Helden in folgende Region. Zwerge, ja. Das Problem ist, ich besitze keine Helden. Ja, hier sind 6 drin, wir haben 11, er rückt aber mit seiner Armee safe nach. Oh mein Gott, wo kommt die denn her? Shit, was hat er da denn produziert? Okay, das ist gefährlich. Mal kurz Artillerieeinheiten mehr, Dings. Wie er das auch immer bewerkstelligt hat, aber sei es drum. Mögen das halt nicht, dass ich über ihr Land spaziere, aber es bleibt mir. Ah, okay. Wie kommt's, dass ihr jetzt auf einmal sagt, hey, mega geil? Sehe ich so bedrohlich aus? Wir versuchen hier möglichst viel Geld wieder zurückzuholen von ihm. Dankeschön. So, jetzt haben wir das. Jetzt können wir da betreten, wie wir wollen. Finde ich gut. Ja, Grenzhafen. Das Problem ist, Grenzhafen möchte ich eigentlich gar nicht vernichten. Aber sie stehen zwischen mir und den Orks, was die Sache etwas kompliziert macht. Zuerst mal hierhin. Also zuerst mal die Orks und dann gucken wir mal weiter, was die Situation ist. Wir machen kurz besseres Verhältnis mit den Zwergen. Das brauchen wir. Dann können wir mit Clan Angron handeln. Und wenn wir auf die Hauptzwerge treffen, können wir da direkt ein Bündnis oder zumindest gute diplomatische Beziehungen. Ich darf auf keinen Fall, unter gar keinen Umständen, darf ich Krieg mit denen kriegen. Ja, das ist jetzt, habe ich befürchtet. Aber wir sehen jetzt dann gleich, was er für eine Armee hat. Okay. Kann ich das töten? Bin ich in der Lage, das zu töten? Wenn ich sie zusammengepfercht kriege, schon, weil das hier ist nicht stark. Wir versuchen es. Ist Clan Angron nicht die Hauptzeugenfraktion? Nein. Dankeschön für das Wechseln vom Sub, von Twitch Prime auf einen normalen Sub. Vielen Dank. Das steht nur im Chat, wird leider nicht eingeblendet. Okay. Entschuldigung, meine Augen wieder. Das hier. Ich könnte mich auch einfach in die Ecke zurück. Ich denke, das machen wir. Wir haben nicht viele Möglichkeiten hier. Obwohl, ich will eigentlich dieses Gehänge hier benutzen. Gehänge, ihr wisst, was ich meine. Immer ganz kurz Pause, dass wir das anständig formieren können hier. Ah.
Dann einmal so. Und einmal so. Und er hier rein. Also. Zu wenig Muni für so viele Gorbos, dafür haben wir Zauber. Wir arbeiten mit der Zauberei. Und wenn es eng wird, sind wir am Rand der Karte und fliehen sofort raus. Das heißt, egal was passiert, wir überleben das so oder so und wir machen ihnen mehr Schaden als sie uns. Ich muss einfach gucken, dass ich die Ork-Jungs irgendwie rauskriege hier. Obwohl, die werde ich mit Magie zerfetzen. Ich kann auch versuchen, den Kommandanten zu erschießen, wenn er so bereitwillig auf uns zurennt. Töten wir den doch. Du unterschätzt deine Kraft, mein Freund. So, die Idee ist, dadurch, dass wir uns hier recht stark gebündelt haben, die Feinde auch zu bündeln, um die Magie konzentrierter auf die feindlichen Einheiten runterprasseln zu lassen. Und wie gesagt, da sein General so unglaublich freundlich ist, hier einfach ja, zu sterben, weil meine Distanzkämpfer töten ihn einfach, da hat er gar keine Chance. Ich habe keine Ahnung, wann ich mit der neuen Erweiterung von Total War rechne. Ich lasse mich da immer überraschen. Ein Problem haben wir aber. Wenn er von der Map flieht und wir ihn nicht töten können, ist nicht so gut. Und übrigens wäre es am besten, dass wenn meine Einheiten schon da am Kämpfen sind und er stirbt. Ich weiß nicht, ob ich das raus... Nee, wir zögern das nicht raus. In dem Moment, wo der feindliche Kommandant stirbt, kriegen die Feinde einen immensen... Also, die Führerschaft geht mega runter von ihnen. Ihr seht es? Zack. Nur weil sie in der Nähe stehen, haben sie schon Angst. Das hält aber nur ein paar Minütchen an. Nachher haben sie ein Minus. Immer noch Minus, weil sie keinen Kommandanten haben. Aber weniger. Oh ja, die muss ich verfolgen. Die muss ich von der Map bringen. Die müssen von der Map. Na, jetzt haben sie wieder gefasst. Wirklich. Den Zauberer könnten wir noch töten. Und tötet ihn. So. Also, jetzt stehen die alle relativ nah. Und das ist das, was ich will. Die hier fliehen bereits, weil der Kommandant bereits tot ist. Die Hunde sind eigentlich gut. Das Problem ist einfach, es kann sein, dass sie sich in meine Truppen reinbewegen. Ja, das ist so gefährlich. Okay, jetzt treffe ich meine eigenen. Das war scheiße. Das machen wir nicht mehr. Wow. Hallo, ich habe sie hier gezündet. Okay. Egal. Wir haben halt seinen getötet, seinen Helden. Ja, ich wollte eigentlich, dass er die Magie nicht mehr nutzen kann, aber das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Sehr gut.
Die begleiten ihn noch raus, dass sie sicher entkommen. Die Armee wird groß bleiben. Seine Armee wird größer sein als meine, selbst wenn sie jetzt flieht. Welche Fraktion es noch geben wird in Total War? Das ist eine mega schwierig zu beantwortende Frage, weil das Total War-Universum ist eigentlich mega groß. Das umfasst mega viel. Es soll scheinbar auch eine reine Fraktion aus Trolls geben. Also jetzt nicht in Total War, aber im Allgemeinen. Die nur aus Trollen besteht. Also es gibt vieles. Da theoretisch haben sie extremen Spielraum nach oben, überall hin. Wie wir es entwickeln, was machen. Was da kommt, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich lasse mich da überraschen. Ich freue mich über alle Rassen, die dazukommen. Ja. Wir werden hier auseinander gepflückt. Noch kurz eben, wie immer, das töten, was geht. Die sind schon Silberstufe hier übrigens. Das ist mega. So, seine Armee dezimieren. Ich bisher das Imperium finde. Ich habe es schon ein paar Mal gespielt, deswegen gefallen sie mir so oder so gut. In Total War 1 habe ich sie damals auch schon gespielt. Ich hatte damals aber das Gefühl, dass die Greife stärker sind. So. Die kriegen wir noch tot. Das sind die letzten. Die auch noch töten. War nicht schnell. Wir haben ja Zeit, ne? Total War ist ja ein gemütliches Spiel. Total War ist ja mehr was man nebenbei spielt, ne? Ja, was man nebenbei guckt. Man ist selber am Zocken, man guckt ein bisschen Total War oder so. Oder man ist mal kochen und guckt ein paar Folgen Total War. Okay. Ja, meine Reiter sind müde, die sind nicht mehr so schnell. Hier sehr müde. So, das zieht natürlich sehr an der Geschwindigkeit. Und wenn sie durch Wald reiten müssen, sind sie auch langsamer. Ja, ein paar kriegen wir noch. Etwa 5-6 haben wir noch getötet. So, hier. 264. Hauptsächlich, weil sie nachgeritten sind und die Einheiten getötet haben. Meine Artillerie hat viel getötet. Erstaunlicherweise meine Midhand-Kämpfer. Er hat mit seiner Magie gar nicht so viele gekillt. Ich gehe davon aus, dass er die meisten nur geschwächt hat. Mit der einen Zauberei hat er eigentlich fast meine Linie gebrochen. Das war ja nicht Sinn und Zweck der Sache. So, haben wir diesen Ork auch in die Flucht geschlagen? So.